So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Evoland. Ja, wir sind ja hier stehen geblieben an diesem Labyrinth, genau. Hier sind wir dann durchgekraxelt irgendwie so. Und jetzt gehen wir hier einfach mal weiter. Ja, es kommt länger in keine Folge mehr Evoland. Das liegt einfach daran, dass ich in der letzten Zeit keine Zeit hatte. Jetzt habe ich, glaube ich, 3 Arbeiten in einer Woche geschrieben. Das war, oder 2 Arbeiten, keine Ahnung. Das, doch, 2 Arbeiten in einer Woche auf jeden Fall. War das nicht so toll. Einmal Physik, einmal Chemie, hat nicht so viel Spaß gemacht. Dafür ein bisschen Zeug in seinen Kopf hineinzubekommen. Über die ganzen Themen und der ganze Scheiß da. Aber naja, habe ich doch irgendwie gekriegt. Aber für die Aufnahmen hatte ich da nicht so viel Zeit. Aber naja, egal. Jetzt mal wieder eine Runde Evoland. Jetzt ist nämlich auch wieder eine Stunde auf oder so. Oder anderthalb Stunden, mal sehen. Weil eine. Okay, wegen Hochladen ist so eine Sache, weil im Moment. Ich mag YouTuber und nicht für die YouTube-Partner. Die YouTube-Partner können ohne Probleme hochladen, aber irgendwie für die anderen normalen YouTuber, so wie mich zum Beispiel. Okay, ich bin jetzt nicht wirklich Partner wie Gronkh oder so. Oder PizzaMidi. Für die kommt so eine komische Fehlermeldung oder so eine Scheiße, wenn man irgendwie auf Videomanager geht und die Videos bearbeiten will und irgendwas in der Überschrift noch ändern will, an dem Titel oder so. Da kommt irgendwie so eine komische Fehlermeldung. Und das kann man auch nicht beheben. Da muss man irgendwie jetzt. Das ist seit gestern bei mir so. Also heute ist Samstag. Seit Freitag ist das bei mir so. Also hochladen bringt nicht viel. Ich kann natürlich hochladen, aber am Ende kann ich nichts am Titel ändern oder überhaupt. Aber naja, egal. Das ist mal wieder zurück zu Evoland. Wir müssen ja dieses eine komische Vieh hier darunter schubsen. Das haben wir auch noch gemacht zusammen, glaube ich. Bis dahin sind wir ja noch gekommen, soweit ich weiß. Aber guck mal her. Du musst irgendwie jetzt anloggen. Ich weiß doch nicht, wie wir das machen sollen. Mal komm mit. Mal komm, Alter. So wie, ähnlich wie so ein Haustier da irgendwie. Genau, komm mit. Ja, komm zu. Alter, wie dumm ist denn der? Ja, komm her, du Homo. Alter. Das war natürlich super schlau. Das war alles geplant. Ich muss jetzt lang drehen. Nee. Hier waren wir schon, genau, hier muss hier lang. Hier lang, oder? Oh Mann, wieso habe ich nicht vor der Aufnahme nochmal dieses Vieh da runtergeschubst und dann habe ich die Aufnahme begonnen? Wieso habe ich das nicht gemacht? Ich hasse dieses komische Vieh hier, das geht mich auf den Sack, ey. Oh, ohne Spaß jetzt. Komm da runter, komm da runter, komm da runter. Genau, sauber. So. Dieses Vieh geht mir manchmal nicht auf den Sack. Ich muss ja gerade hier in der Maus ein bisschen. So. Das Tor gerade mal hier. Ein bisschen verschieben. So. Maus ist. Genau, habe ich ja auch in den Kommentaren gelesen. Diese komische Maus, die hier immer so rumspielt in den Aufnahmen. Die mache ich jetzt auch weg, damit euch den nicht mehr so stört, nicht mehr so nervt. Habe ich auch mal in den Kommentaren gelesen. Aber sonst positive Bewertungen, auch Likes und so, sieht ganz gut aus eigentlich. Von euch die Bewertungen. Was ist das hier denn? Wirbelstürme? Was machen die? Schubst du mich da runter oder was? Das will ich ehrlich gesagt gar nicht herausfinden. Okay, und. Moment, warte mal. Okay, warte mal. 1, 2. Ah, immer 3, okay. Immer 3. 1, 2, 3. Hier auch. Ah, immer 3 und dann eine ganz kurze Pause. 3. So. Will ich ehrlich gesagt gar nicht herausfinden, was da passiert, wenn. Wenn die Wirbelstürme mich da erwischen, also will ich ehrlich gesagt gar nicht herausfinden. Irgendwann würde mir das nochmal passieren, aber. Naja. Was ist da? Hier ist ein Speicherpunkt. Nice. Okay. Spiel gespeichert. Okay. Was ist hier Sache? Hier sind so komische Stacheln. Oh lol. Oh nö. Ich so. Nein. Oh mein Gott. Nein. Scheiße. Achso, die ziehen mich ein bisschen. Oh nein, nein, nein. Okay, ich will irgendwie ehrlich gesagt nicht sterben. Ich finde das später aus, was denn ist. Also, nee, danke, ich habe noch ein Herz. Also. Oh Leute, ich habe eine Idee. Wir können ja auch einfach sterben. Wir haben ja gespeichert. Wir können jetzt einfach hier mit Absicht sterben, sage ich mal. Und jetzt haben wir wieder volles Life und dann kommen wir da ganz gechillt durch. Ja, wir sind gestorben, ich weiß. Aber wir haben hier einen Speicherpunkt. So. Das ist ganz gut, denn jetzt können wir durch. Ach so, jetzt sind da so komische Zauberer, die da gerade noch nicht waren. Ach so, okay. Das ist natürlich super logisch. Frecke. War der eine schon tot. Also diese Zauberer gehen mir auch auf den Sack, ehrlich gesagt. Also die hier sind auch nicht gerade freundlich. Alter. Wo ist denn der jetzt? Ach so, da unten. Man weiß halt nie, wo er sich teleportiert. Und das ist die Scheiße an dem. Alter. Verpiss dich doch mal, Alter. Geh weg. Keiner mag dich. Komm, Feige. So, mein Mikro gerade mal hier so. Okay,
Oder warte mal, ich glaube, ich war hier auch schon. Also nicht in der Aufnahme, sondern ich bin hier schon mal gewesen. Ich habe schon mal, ehrlich gesagt, aufgenommen. Was? Hier war, glaube ich, mal eine Kiste, genau. Ich habe, ehrlich gesagt, nicht wirklich weit vorgespielt, aber ich habe schon mal vor dieser Aufnahme hier ganz kurz ein bisschen vorgespielt, weil ich nicht genau wusste, wo ich stehen geblieben bin in der letzten Aufnahme. Ich höre es doch gleich, egal, auf jeden Fall. Und da hinten war eine Tour, ich weiß gar nicht genau, was da hinten war. Ich glaube, ein Schlüssel, genau. Und hier war dann so ein Tor, so eine Tür, und die muss man aufmachen. Aber mehr habt ihr auch nicht verpasst. Außer dieser eine Schlüssel, der da hinten war, in der Truhe, und dann musste man das Tor hier aufmachen. Also, mehr habt ihr nicht verpasst. Also, ich habe ganz kurz mal vor dieser Aufnahme hier vorgespielt, weil ich nicht genau wusste, wo ich jetzt stehen geblieben bin. Also, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, das mit dem, nimmt ihr mir natürlich über. Also, es ist jetzt nicht so schlimm. Natürlich! Wir haben ja gespeichert, von daher, wir haben noch fast ein Herz. Okay, ich habe irgendwie hier. Okay. LOL! Okay. Hä? Ich will gar nicht herausfinden, was passiert, wenn man da runterfällt. Wahrscheinlich verreckt man. Ach so, das ist, oh nö, das ist so eine Art Labyrinth mit so Feuerteilen, oder? Okay, jetzt muss ich hier vorsichtig lang gehen. Okay, fällt man da auch runter? Da fällt man auch runter. Da nicht. Okay, fällt man da. Alter, ich habe irgendwie Schiss. Alter. Okay, da fällt man auch runter. Okay. Okay, hier ist wahrscheinlich nichts. Okay. Alles klar. Gut. Es war jetzt nicht ganz so einfach, aber naja. Ich hab's hingekriegt. Also ich als Vollprofi, also ich kann das. Oh, so komische Feuerbälle, die, okay, hier geht's nicht weiter. Oh lol, die sind voll schwer zu. Die sind ehrlich gesagt voll schwer zu sehen bei den Lichtverhältnissen, sag ich mal. Egal, komm, wir kratzen nochmal mit durch. Ich will das Spiel ja auch nicht so schnell wie möglich durchzocken, sondern ich will ja auch ein bisschen in Ruhe das spielen. Okay, wo waren das jetzt? Hier, genau, da war auch einer, genau. Hier konnte man ganz safe durchgehen. Genau, und jetzt weiß ich nicht mehr genau. Okay. Hä? Alter. Okay, das ist auch wieder so eine Art Rätsel, so eine Art Labyrinth. Ist das? Sag ich mal so. Das finde ich auch ganz gut eigentlich. Also, das ist eigentlich ganz, ganz cool. So ein Labyrinth mit so Falltüren. Jetzt mal schnell hier durch. Oh, ist auch noch so Feuerteile. Alter. Ah, oh, nein, 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 nein. Alter. Oh Gott. Wenn die mich an meinen Lava schubsen, dann. Puh, einfach schnell durchkommen. Komm, 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 komm. Oh, lol. Hier ist auch noch so komische Feuerteile. Okay, schnell durchkommen. Komm, komm, komm. So, gut. Geschafft. Okay. Lol. Okay. So eine Art Bosskampf oder was? Oh nö, lol, lol! Alter, was ist das jetzt hier? Huh? Hilfe! Okay. Irgendwie sind hier ganz viele Viecher. Und zwar nicht gerade wenig. Das war die komische Fledermäuse erledigen, damit die mir nicht auf den Sack gehen. Oh nö, nicht Skelette und Fledermäuse und Zauberer. Oh nö, bitte nicht jetzt, ey. Oh nö, da werde ich ganz bestimmt keine Ahnung, wie lange dran hängen, ey. So, kommt dem einen weg hier. Alter. Oh nö, bitte nicht jetzt. Oh nö, nicht in Ordnung, diese komischen Zauberer, ey. Die geben mir auch einen Sack, ja. Die haben doch echt keine Hobbys, die Zauberer. Also ohne Spaß. Alter. Das Skelett geht mir auch einen Sack. So, der ist auch tot. Bäh. Alter. Oh nö. Ich will nicht, ehrlich gesagt. Also ich hab. Nee, ich hab noch was vor. Also. Alter. Oh, der eine ist tot, gut. Alter, bitte jetzt nicht sterben, ey. Also danach will ich irgendwie eine Belohnung haben, also. Geh doch mal drauf, ey. Wieso laufe ich denn genau ins Feuer, Schlaukopf? Ich werde so sterben, ey. Ich werde so sterben. Alter. Auch wieder ein Herz, gut. Ein volles Herz haben wir noch. Alter, ich habe den genau geschlagen, also. Geh drauf, komm. Okay, ein Schlag brauchen wir noch, das ist okay. Alter. Geh drauf. Alter, können wir nicht von vorne schlagen, muss man wirklich von hinten kommen, oder? Hä, von hinten kommen, aha, witzig.
Ja, man muss wirklich so von hinten schlagen. Alter, wieso kriegen wir kein Damage, ey? Also, ich schlag den auch mal so von der Seite oder von hinten. Machen wir jetzt aber hier. Alter, wieso geht der nicht drauf? Also, irgendwie. Das geht das hier doch gar keinen Sinn, ey. Ich schlag den doch immer wieder, hä? Okay, irgendwie, ergibt der Zauberer für mich keinen Sinn. Also, irgendwie unlogisch. Ich habe den jetzt, keine Ahnung, wie oft von hinten geschlagen und der, hat einfach kein Damage bekommen, also. Ah, endlich mal so. Geht doch. Eine Güte. Ich höre noch einen Zauberer. Oh, ne, bitte nicht. Komm, komm her, du Homo. So. Ich wollte gerade schon sagen, wieso retten ja mir nicht hinterher, der Bob. Oh Gott, nein, 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 nicht jetzt drauf gehen. Ich bin sogar zu weit, ey. Oh Gott. Boah, wir haben es geschafft. Meine Fresse, okay. Das war auch nicht gerade einfach. Also. Puh. Ist hier irgendwie noch was so? Herzen oder irgendwie sowas? Bitte? Hä? Oder in dieser Truhe? Boah, Alter. War nicht gerade so einfach jetzt. Also. Okay, sind verschiedene Wege. Wo geht's denn hier lang? Dann ist abgesperrt. Also da hinten ist so ein Tor. Dafür brauchen wir halt anscheinend einen Schlüssel. Ah, drop mir mein Herz. Oh nö! Ich wäre so ein Vieh, ey. Ich wäre so ein Typ hier, ey. Die gehen mir echt auf den Sack so langsam. So langsam könnt ihr die auch mal weglassen. Also, die gehen mir echt auf den Sack. Vor allem, die bekommen echt nicht immer Damage. Also, wundert mich, ey. Ich schlag die doch immer von hinten. Das. Wow, jetzt hat er mal Damage bekommen. Ausnahmsweise. Ach, komm, lass dich blicken. Also. Komm, Alter. Diese, Alter. War ich irgendwas falsch oder was? Komm, jetzt geht drauf. Gut. Waren wir hier schon? Und wie kommst du. Hä? Druckplatten, war ich hier schon? Hä? Hier war ich doch noch nicht. Okay, es wundert mich gerade. Egal. Irgendwie wundert mich das gerade ein bisschen. So komische Risse. Das ist so eine Truhe. Wusste ich doch, da war so ein komischer Schatten. Ich wusste, dass der da runterfällt. Also habe ich mir schon ein bisschen gedacht, ehrlich gesagt. Alter. Komm her.